Apropos WWE und März, kommen wieder MyGM oder Karriere-Streams zu 2K? Yes. Was sagst du eigentlich zu SmackDown und der geilen PK? PK spricht für sich selber, ne, Alter? Chat, ich glaube, alle Rekorde ever gebrochen, ne? Die Pressekonferenz. Ich hatte gestern mal ein Bild in die Dingsgruppe gehauen. Oder nicht gestern, vorgestern. 100 Millionen Social Views in den ersten 12 Stunden ist neuer WWE-Rekord. Über 4,7 Millionen Live-Viewer. Warte mal, Non-View. Ne, Most Viewed Non-In-Ring-Event-Livestream of All Time. Ja, das ist schon eine Ansage, Alter. Durch die PK ist halt leider schon klar, wie Mania laufen wird. Weiß ich nicht, ob das so klar ist. Ich habe sehr viel Dünnschiss gehört. Was ich auf jeden Fall vor der PK gehört habe, ist, dass Dwayne The Rock Johnson wegen TKO sich in dieses Match gebuckt hat und Triple H in dieser Sache gar nichts zu melden hat. Das habe ich so gehört. Und die Pressekonferenz sah für mich eher so aus, als wenn das alles bewusst gestreut worden ist. Und auch die Promo jetzt bei SmackDown von Triple H, dass das alles bewusst ist. TKO gegen WWE so ein bisschen. Gerade ist einfach nur eine geile Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Ich genieße das gerade komplett. Und was hast du dadurch geschafft, Chat? Womit bist du dadurch safe gegangen? Durch diese Sache nach dem Rumble, die passiert ist. Wo konntest du dir 1000% sicher sein, dass die breite Masse The Rock absolut wegflamen wird? Weil dadurch habt ihr The Rock bei der PK gesehen, Chat. Weil keiner Bock hatte auf Rock dann. Jetzt buckt er sich, Cody hat doch den Rumble gewonnen. Jetzt kommt Rock einfach, weil er Head of Directors ist da von TKO, hat er sich wieder selber reingebuckt in das Match. Ich möchte das nicht mehr. Der kommt einfach und kriegt sein Match, wann er's will. Einfacher, Ko ja, scheiß Ego und was weiß ich nicht was. Keiner will den mehr sehen. Hau ab. Möchte ihn nicht mehr haben. Wer will noch einen The Rock sehen? Und bei der PK, zack, Heel Turn. Let's go. Und Cody ist absolute Überface dadurch. Auf einmal hatte kaum einer Bock auf das Cody-Match erneut gegen Reigns und jetzt wollen es auf einmal alle sehen, bloß nicht Rock. Und schon haben die Leute Bock auf Cody gegen Reigns. Seth steht in Codys Ecke. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Champion bei Mania 40, dafür gewastet wird, dass er bei Cody in der Ecke steht. Also das sehe ich halt nicht. Ich sehe schon Mania Cody gegen Rollins. Cody gegen Rollins jetzt. Mein Gott, ich bin doch im Rollins, Alter! Cody gegen Drew! Rollins gegen Drew! Leck mich doch! Ich sehe bei WrestleMania 40 Drew McIntyre gegen Seth Rollins. So. Ja, und ihr habt neue Emotes-Chat, ne? Interessiert euch auch nicht, ne? Ihr seid so ein richtig emoteloser Chat, ne? Ich saß hier mit Slivo gestern bis 3 Uhr morgens. Und wir haben bewegliche Emotes reingeballert. Wir haben alles reingemacht. Die Cody Crybabies haben wir drin, wir haben alles hier. So sah ich heute Morgen aus. Weißt du, wie ich aussah, Slivo? Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt und dachte mir einfach nur: Denkst du, Drew wird Champion bei Mania? Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, ja. Meinst du echt, dass Rock das Spiel geht und dann bei Mania gegen Rock turnt? Hey, willkommen im Club, Markus. The Rock gegen The Rock bei Mania. Ich weiß nicht, ob der gegen sich selber turnt, aber der wird gegen Reigns turnen, ja. Sorry, Schreibfehler. Bei mir auch. War kurzer Sprachfehler bei mir gerade. Mit Drew gegen Cody. Da wurde ich auch ausgelacht für. Also ich krieg gerade alles, was ich haben will in der Road to WrestleMania. Ich krieg endlich einen The Rock involviert in diese Bloodline-ziehende Thematik. Und ich kriege einen Heel-Rock in der Thematik. Das waren meine Wünsche. Und gerade wird mir das sehr, sehr gut verkauft. Was interessant sein wird zu sehen, ist, wie er generell oder ob er nochmal Cody gegenübersteht. Das wird interessant zu sehen sein. Was eigentlich, wenn Punk Drew das bei. Könnte man machen, ja, aber. Also, dass Punk Drew das versaut, wenn der Gegner nicht Rollins wäre. Und man da wüsste, wie die beiden sich so. Aber SmackDown, by the way, SmackDown an für sich war mit einer der besten SmackDowns, die ich bisher gesehen habe, so wieder, jetzt in der letzten Zeit. SmackDown hat sich absolut rund angehört. Fandest du Triple H-Segment am Anfang? Also ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, googelt nie nach Triple H Anime. Ich habe eine andere Sicht gerade auf Triple H, woher der seinen Namen hat. Ich war gestern sehr irritiert, aber Promo war stark. Auch, dass er Backstage präsent war, mit Bron und so. Alles gut. Also SmackDown war wirklich eine runde Show. Als der Familienstammbaum gezeigt wurde von Rock, meinst du, es werden noch weitere Mitglieder der Familie mit reingezogen werden? Da kommt nichts Neues mehr, nee.
Das war einfach nur nochmal dafür da, um noch mehr Heat zu ziehen. Dieses Pompöse, wie darüber geredet worden ist und keine Ahnung. Das war einfach, der hat den Stammbaum gezeigt, damit für Reigns. Damit Reigns so, oh, dem ist das wirklich ernst, der redet über die Familie. Anders hört den Reigns ja gar nicht zu und Vertrauen tut er dir schon gar nicht. Ist ja das, was Cody gesagt hat, Jay ist auch Familie bei dir und was ist mit ihm passiert? Aber Jay hat nicht gleich gedacht wie Roman. Und Rock lässt es gerade so aussehen, als wenn er komplett wie Roman denkt auch in der Thematik. Und dann vertraut dir den Roman. Ich denke, das wird dafür genutzt. Im Spotify-Podcast wurde auch gesagt, dass Triple H, also Paul Levesque, rauskam. Ist auch ein Zeig Richtung Attitude Era, zumindest ein typisches Element. Stimmst du dazu? Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt oder wer von euch die Pressekonferenz gesehen hat, aber man weiß ja, Wrestling ist gescriptet. In der Regel sind 99,5% der Fälle Dinge abgesprochen. Und auch bei der PK weißt du, das war alles so gestaged. Ja, alles war abgesprochen. Aber ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich das ein oder andere Mal gedacht habe, auch in dem Rock-Cody-Segment und danach nochmal in dem Backstage-Segment, wo ich mir gedacht habe, Bruder, ist das jetzt doch echt gerade, was da passiert? Oder nicht? Weil dieses Tempo, diese Würze kenne ich aus den letzten Monaten nicht. Oder diese Intensität einfach. Und auch die Worte, die gefallen sind in der Häufigkeit, wo man ja auch immer drauf geachtet hat, so ein bisschen family-friendly-mäßig. All das war in der PK weg. Und da habe ich mich selber ein paar Mal dabei erwischt, wo ich mir dachte, wow, Bruder, ist das jetzt gerade... Auch so die Mimik, die Gestiken aller Beteiligten. Auch Rollins nochmal in der Thematik. All das, wie das gemacht worden ist, hat es phasenweise echt ein bisschen Real Rap so aussehen lassen. Und das zeigt mir, dass wir, glaube ich, wirklich, weil Triple H es auch da wieder betont hat, dass jetzt eine andere Zeit anbrechen wird. Der betont das ja immer. Und da hatte ich jetzt zum ersten Mal, nachdem der das davor auch so oft gesagt hat, das erste Mal richtig das Gefühl nach dem Punk-Return. Weil das war für mich auch schon ein Zeichen, okay, mal schauen, was wird. Aber die PK jetzt und SmackDown danach direkt waren andere Shows, wie du das vorher gewohnt warst, aus meiner Sicht. Aber für mich sah das aus, als ob Rock der wirkliche Tribal Chief ist oder wie Roman ihm gefolgt ist. Ich weiß, was du meinst, Tess, ja. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauszielen. Ja, und mit dem Wissen, dass Roman und Rock nächste Woche direkt bei SmackDown sind. Ich fand, diese Beleidigungen haben viel für die Dramatik getan in dem Moment. Absolut, ja. Also an dem Segment war, das Segment war perfekt. Cody vs. Rock in Australien, ne, sehe ich nicht. Ich sehe kein Match zwischen Cody und Rock gerade noch. Also keine Ahnung, wie die mir das gerade erzählen wollen. So, wüsste ich jetzt nicht. Für einige offensichtlich, man kann es so und so. Aber ich glaube, gerade mit dem Aufbau, wie das Ganze jetzt bis zur Pressekonferenz verkauft worden ist, wäre das zu plump. Glaubst du, Rock wird mit... Was glaubt ihr, wie Rock rauskommen wird, Chat? Kriegt er einen Single Entrance oder kommt er einfach mit Roman raus? Ich bin mir gerade unschlüssig. Weil die haben zusammen die Halle auch verlassen und Rock hat ja da auch noch mal gesagt, wo die rausgegangen sind. Weiß nicht, wer das gesehen hat. Habt ihr gesehen, wie ich den Dings, Alter... Habt ihr gesehen, wie ich dem eine Backpfeife gegeben habe, so? Die sind ja rausgegangen wie Brüder, Alter. Und wenn er alleine rauskommt, weil viele sind dafür, er kommt alleine raus. Und wenn er alleine rauskommt, Chat, sagt ihr, normale Entrance oder andere Entrance? Hollywood, normal leider, hier, andere. Normal mit Buhrufen. Buhrufe, ja, glaube ich auch. Wobei, gerade weiß ich nicht, vermehrt Buhrufe. Aber bei Rock hat einfach das Talent. Guck mal, Hollywood Rock mochten am Anfang auch alle nicht und dadurch ist das ja nur entstanden. Hollywood Rock Gimmick ist gefühlt nur wegen der Crowd entstanden. Und Rock hat halt ein extremes Talent dafür, in kürzester Zeit gefühlt, die Leute wieder auf seine Seite zu holen. Einfach, wenn du ihm das Mic gibst. Wenn du, wie du sagst, seine Fit ist, werden sie zusammen rauskommen. Also, Cody hat Rock da installiert. Dabei bleibe ich auch noch. Die werden es irgendwie so aussehen lassen bis Mania, als wenn es unmöglich ist, für Cody dort zu gewinnen. Damit du das letzte Jahr irgendwie ausradieren kannst. Dass der Moment jetzt im zweiten Anlauf trotzdem nochmal größer erscheint, obwohl es der zweite Anlauf ist.
Ich glaube, darauf zielt diese Story ab. Denke nicht, dass die Hollywood-Richtung geht, sondern von der Art her etwas jetzt. Kann gut sein. Voltage. Kann absolut sein. Wäre ich aber auch fein mit. Aber macht mal einmal kurz eine Umfrage. Ich muss einmal ganz kurz pinkeln. Macht mal eine Umfrage. Wer feiert gerade, dass Rock da drin involviert ist? Und wer sagt, nee, ich brauche keinen Rock mehr. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. 89% haben Bock drauf. Das ist ja schon mal was. Gerade im Vergleich zu den letzten Wochen hat sich da gut was getan. Absolut, ja. Absolut. Und ich finde, du hast auch bei Rock gemerkt, nach seiner Promo mit den Cody Crybabies, mit der Line, dass die Crowd auch da angefangen hat, sich so ein bisschen Cody-technisch abzubröckeln. Fandet ihr den Cody-Pop noch genauso laut? Oder habt ihr den so laut empfunden bei der PK? Klar, der hat keinen Entrance gekriegt, der kam einfach raus, aber er war ja trotzdem da. Aber ich finde, Rock hat alleine dadurch schon ein bisschen welche abgekratzt. Weil Leute halt immer mehr Bock haben auf Heel-Stuff. Kommt mir so vor, wenn es geil umgesetzt ist. Ich habe auch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich bei der PK für Cody. Also mir kam es phasenweise so vor, als wenn so ein bisschen, bis nicht viel, aber ein bisschen. Nachdem die bei Raw Rock Chats gestummt haben, weiß ich wirklich nicht, wie die Stimmung so ist. Aber ich glaube, das lag auch daran, so weil du immer wieder Idioten hast, so weißt du, die sich da reinsteigern, so wenn du Ava heißt die, glaube ich, ne? Die Tochter von Rock, sowas geht halt gar nicht, weißt du? Und das ist halt wieder so eine Sache, so sollte irgendwann mal im Internet was kommen, von wegen, du musst dich mit Perso auf der Plattform anmelden, du musst dich verifizieren, du musst deinen Pass, dein Perso komplett hochladen und mit deinem Account verknüpfen, dann darfst du dich bei diesen Idioten bedanken. Ja? Die einfach die Anonymität im Internet als Freifahrtschein sehen, geistigen Dünnschiss zu verbreiten und Leuten den Tod zu wünschen und keine Ahnung was. Ja? Die auch in dem Thema, das kommt ja noch dazu, erstmal ist das sowieso schon affig, aber die hat damit ja überhaupt nichts zu tun. So, die ist halt die Tochter von Rock. So, what the fuck, Alter? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich 0,0 Verständnis für solche Leute. Und empfinde ich auch maximale Abneigung gegen. Okay, dann jetzt eine ernste Frage. Ohne Damian wird Cody Champ? Ja, Cody wird bei Mania den Titel hochhalten. Darf ich mal eine krasse Theorie aufstellen? Nämlich, dass dies alles keine Finte ist und wir auf einmal ein großes Samoa Empire haben und Rock das neue Oberhaupt der Head of the Table wird. Bloodline muss jetzt ein Ende finden, Alter. Wirklich, Bloodline muss jetzt bitte, bitte, bitte ein Ende finden. Aber wenn Rock ihm hilft, wäre der Sieg wertlos. Nils, ja, gehe ich mit. Aber am Ende des Tages ist da die Frage, wie du das Ganze ausschauen lässt. Wie hilft Rock am Ende? Es reicht ja auch einfach, wenn er bis zum Weg dahin die anderen abkapselt, sodass Cody sein One-on-One-Match bekommt bei Mania. Das würde ja schon reichen. Mehr will Cody ja gar nicht. Cody will ja einfach nur ein normales 1 gegen 1. Ohne irgendwelche Eingriffe wieder von Solo Daumen Sikoa oder Jimmy, ich bin hier der Pausenclown Doink Uso. Wie krass wärst du geschockt, wenn Cody nicht verliert? Ich wäre nicht geschockt, wenn Cody nicht verliert, aber das wäre dann erneut wieder ein Moment, wo WrestleMania bei mir beschissen wäre, egal wie die Matches davor waren. Weil es das letzte Match sein wird und das die Grundstimmung sein wird, wie ich aus Mania rausgehe. Das würde mir zeigen, dass die Scheiße weitergeht. Das würde mir zeigen, dass Rock die Rekorde da von Hogan oder was weiß ich nicht was brechen soll und dann kotze ich wirklich im Strahl, weil Roman Reigns ist nicht größer als Hulk Hogan. Punkt. Montez Ford bei Mania? Wie kommst du denn auf Montez Ford, Alter? Also wenn Montez Ford in den letzten Monaten eins bestätigt hat, ist, dass er nicht dieser neue Top-Solo-Guy wird, weil der einfach immer noch nicht so weit ist und die Gruppierung bisher jetzt, ich finde auch als Heel sehe ich da keinen neuen Montez Ford bisher. Habt ihr alle keine Ahnung, beim Match zwischen Rock, Cody und Reigns kommt am Ende Damian raus und gewinnt. Also wenn die das so bucken, dann kannst du den Laden zumachen, Alter, das sag ich dir. Ja, nichts Belangloseres geben, Alter, wenn der da auf einmal den Titel holt, Alter. Was aus dem US-Title-Match Logan gegen LA Knight im Chamber? Nee, LA wird auch nicht im Chamber sein. Ich glaube, wir kriegen beim Chamber Styles gegen LA. Aber LA Knight leider auch halb verloren nach Roman-Match, finde ich überhaupt nicht. Also weiß ich nicht, wo das herkommt. Wirklich nicht. Nur weil die Leute gerade mehr für Cody chanten, das ist doch nicht überraschend. Also ich sehe nicht, dass die Leute weniger Bock auf LA Knight haben. Sehe ich nicht. Das ist halt jetzt gerade einfach nur nochmal mehr Auswahl.
durch Punk und keine Ahnung, wer da alles rumrennt. Ne, Punk jetzt gerade auch verletzt, aber Randy ist wieder da. Und wenn du am Ende des Tages, sage ich dir auch ganz ehrlich, also wirklich, Chat, gib LA seinen Cashback dieses Jahr bei Money in the Bank. Lass LA den jetzt holen. Bro, wäre ich fein mit. Ja, den Joy, aber wie willst du denn gegen jemanden mithalten, die gerade erst wieder zurückgekommen sind? Wie willst du denn da mithalten, Alter? Kannst du, Leute, kannst du nicht ein LA mit Rock, Punk oder Cody, Alter, oder Orton vergleichen? Das geht nicht. Was denkst du, wie geht's mit Orton weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt gerade für ihn noch kein Match. Ich glaube auch nicht, dass er beim Chamber gewinnen wird. Aber hat Triple H nicht irgendwas von Authority gequatscht in seiner Promo? Und man weiß ja, dass Triple H nie wieder in den Ring steigen wird. Aber wer könnte für Triple H in den Ring steigen? Maybe wird Orton auch da rein involviert. Ich habe keine Ahnung, wie groß die das Ganze machen wollen. Weiß ich nicht. Aber gerade sehe ich Randy noch nicht auf der Mania-Card. Ich wüsste nicht gegen wen. Du sagtest doch letztens Cena gegen Orton. Ja, aber dafür hätte Cena schon da sein müssen, aus meiner Sicht. Habe ich mich schon wieder versprochen? Bruder, bei den ganzen Namen hier. Orton gegen Solo gab's doch schon, Bruder. Das war doch sogar in den Weeklies, oder nicht? Ich glaube, die ziehen das schon groß auf, sodass am Ende eventuell Sinn macht, dass Roman vs. Das hoffe ich. Also das ist so mein Wunsch. Einfach. Dass das Ganze gerade ein Aufbau dafür ist, dass Cody bei Mania sein One-on-One einfach nur bekommt. Dass dafür die Story da ist. Dass du bei Mania wirklich Roman gegen Cody im absoluten Singles-Match hast. Dass deswegen Rock da installiert worden ist. Sterling, ich würde nicht mal safe sagen, dass Logan nicht im Chamber ist. Würde ich nicht mal sagen. Kann auch sein, dass sie ihn da reinpacken, damit er mal eine andere Match-Stipulation bekommt. Und sich da mal präsentieren kann. Also ich würde das nicht mal ausschließen. Gunther Bronn wäre ein guter Lesnar-Ersatz, wenn Bronn das Ding holen würde, ja. Was soll man mit Andrade machen? Ich weiß ja nicht. Ich fand auch cool, dass der beim Rumble rausgekommen ist, dass der wieder da war. Ich wüsste gerade aber auch nicht, wo ich den reinpacken will. Ich war halt nie so ein Andrade-Fan. In-Ring ist der echt Killer, der Typ. Aber der hat mir irgendwie nie was gegeben. Ja, wenn er gewinnt, Slivo, und wir danach nochmal eine Dings kriegen, dass er da dicke Fresse hat, könnte auch sein, dass er da eventuell... Warum siehst du keinen Orton vs. Rollins bei WrestleMania? Weil... weiß ich, für so ein Match müsste der Aufbau länger sein. Also das sehe ich nicht. Drew wird das Ding kriegen, dafür ist der Aufbau für Drew gerade zu groß. Habe ich jetzt auch erstmal kein Problem mit. Auch wenn es das sechste Aufeinandertreffen wäre oder so. Aber das stört mich tatsächlich da gerade weniger, weil wir gerade einen Drew kriegen, der selbst mir mal gefällt. Drew soll Orton pinnen. Das ist, wenn Logan Paul Orton pinnt. Da musst du aber den Titel holen. Ja, normal schon, ja. Lass das nicht René hören, der dreht durch. Ich glaube, der Chamber, den werden wir auch live gucken wieder im Stream. Der ist ja diesmal um 11 Uhr morgens tatsächlich. Ganz entspannte Nummer. Ich glaube, René könnte gebrochen aus dem Chamber gehen. Ich sehe Orton nicht als Sieger im Chamber. Lukas, gerade die Entwicklung von Drew ist schon stark. Und dann ist halt das selbst, was René gesagt hat. Du hast bei Orton gerade sein Selling, was der da macht, wenn der sich den Rücken hält bei irgendwelchen Moves. Du hast bei Orton gerade die ganze Zeit Angst, dass der wirklich wieder was hat. Weil der irgendwie sein Gesicht, das sieht immer so echt aus, wenn der so schmerzverzerrt guckt, Alter. Orton für mich gerade in-Ring wie so ein rohes Ei. Immer Angst hat, jeder Move irgendwie uncool für ihn war. Ja, aber den Joy-Dings, Logan soll halt Fulltime da sein jetzt, ne? Also ich sehe auch LA gegen Logan noch bei Mania. Findest du den Finisher von Gunther auch so komisch? Also das sieht immer so komisch. Die Powerbomb meinst du ja, weil die so hingerotzt ist. Wenn die jemand gut zählen kann, ist die geil. Aber viele können die nicht gut zählen. Das wirkt dann immer so wie so eine gebotschte Powerbomb. Aber wenn die einer zählen kann, weil die so hingerotzt einfach ist. Wenn die einer sellen kann, ist die geil. Aber können halt irgendwie nicht viele. Ich habe so eine kleine Vermutung, wie Orton aus dem Chamber-Match gestrichen wird. Der hat ja bei jedem Move gerade Schmerzen. Sammy sauer und kurz vorm Durchdrehen, weil er nichts mehr gewinnt. Ich warte auch noch ab, ob da nicht noch was erzählt wird Richtung Orton. Und Cody Roman Thema. Glaubt, der wird da noch irgendwie gestrichen aus dem Chamber. Ich habe tatsächlich schon irgendwie damit gerechnet, nach dem Match, dass Sammy attackiert. Aber da hast du halt ein Heads-Up gehabt mit Drew und Randy. Ich glaube einfach, das war...
Ich glaube, Randy und Drew werden die letzten beiden sein, die im Chamber stehen. Siehst du Kagel im Chamber? Boah, ich glaube nicht. Weil Chamber-Sieger geht gegen Rhea, ne? Bei Mania, oder? Bin ich doof. Weil dann hätten wir... Guck mal, wenn wir nur mal das Szenario gehen. Dann hätten wir Rhea gegen Jade bei WrestleMania. Kannst du Kagel da direkt verlieren lassen? Weiß ich nicht. Wir haben Drew gegen Rollins. Wenn es so stattfindet. Kannst du Drew wieder verlieren lassen gegen Rollins jetzt? Sehe ich auch nicht. Weil ich sehe Punk gegen Drew nach Mania. Und Punk wird derjenige sein, der Drew den Titel abnimmt, glaube ich. Dass du die Story gefinisht hast. Und dann haben wir noch Cody gegen Reigns, wo der Titel eigentlich auch wechseln muss im zweiten Anlauf. Ich glaube nicht, dass alle drei Titel wechseln bei Mania. Das ist gerade, ich kann mir das nicht vorstellen, aber eigentlich ist das der einzig logische Schritt, wenn du dir diese drei Paarungen anhörst. Bayley auch noch. Ja, da wechseln doch nicht vier Titel. Und wo würdet ihr sagen, wo wechselt der am ehesten nicht? In den vier Ansetzungen. Verliert Jade gegen Dings, ist Katastrophe. Eigentlich. Kannst du knicken. Dann ist kein Gegner mehr für Rhea da, Chat, ne? Kein Gegner ist mehr da. Da ist nichts mehr. Wenn selbst Jade ist, da ist keiner mehr. Und komm mir jetzt nicht mit Alexa Bliss. Becky war nicht umsonst bei der PK. Ja, Becky gegen Rhea könntest du machen. Aber das muss Rhea gewinnen. Also keine Ahnung. Also verliert Jade das, weil das die WWE kann. Ey, ich habe diese Sätze auch sehr, sehr gerne gedroppt. Sehr, sehr gerne. Aber nach der PK Büße ein bisschen stillhalten. Weil ich glaube, jetzt gerade ist das... Die PK und SmackDown hat mit allem was zu tun gehabt, aber nicht mit dem WWE, was wir die letzten Monate, Jahre bekommen haben. Also wirklich nicht. Ist alles mit Vorsicht zu genießen, ganz klar. Aber wenn wir die Momentaufnahme gerade nehmen, hat das nichts mit dem WWE zu tun gehabt, was wir die letzten Monate bekommen haben. Gar nichts. Aber das ist halt die Frage so. Der andere ist, wo willst du Jade reinpacken? Ich sehe halt eher, gegen wen, Chat, gegen wen war Bianca? Bianca hat das Quali-Match im Chamber gewonnen. Was ist denn? Gegen Mia, genau, gegen Mia, der ist jetzt Machine oder irgendwie sowas, ne? Was ist denn wirklich, wenn Becky den Chamber gewinnt und Jade ist im Chamber, aber nicht als eine der Kontrahenten da drin? Weil erzählen könntest du auch das, dass Jade Becky irgendwo zum Sieg verhilft und Becky und Bianca die letzten beiden sind, die im Chamber sind. Und dann hättest du eine Heel-Kagel gegen eine Face-Bianca bei Mania. Und da kannst du Bianca verlieren lassen. Das könntest du machen. Und dann hättest du Becky gegen Rhea zum ersten Mal ever. Weil im Rumble standen sich die beide nebeneinander und haben sich, glaube ich, nicht attackiert, ne? Wo Kagel Nia Jax rausgeschmissen hat und Becky stand daneben und hat gelacht. Und Jade hat sich ja angeguckt und dann wieder rausgeguckt und dann da hinterher hat sie Becky raus. Ich meine nur diese Szene. Will er ja auch, Elenio. Roman will ja Pause, will ja Hollywood. Und Jade vs. Bianca wurde ja auch geteased im Rumble durch diese Kräftedemonstration der beiden. Du hast im Rumble, hast du da viele Indikatoren für gehabt, dass wir Kagel gegen Bianca bei Mania vielleicht kriegen. Weil ich sehe eine Kagel nicht einen Chamber gewinnen und dann bei Mania gegen Rhea. Bruder, das muss sie ja gewinnen. Die kannst du ja nicht verlieren lassen. Guck mal, wie die aussieht, Alter. Und auch einen Reigns kannst du nicht wieder gewinnen lassen, weil das sorgt für maximale Frustration. Du würdest dir das ganze Momentum verpuffen, wenn du Reigns das wieder gewinnen lässt gegen Cody. Weil dann kannst du auch Cody vergessen. Der gewinnt halb tot gegen einen Lesnar und gibt dann nicht auf mit Gipsarm. Aber gegen Reigns schafft es zum zweiten Mal nicht. Das kannst du vergessen. Mit dem Wissen, dass Roman das komplette Roster schon durch den Dreck gezogen hat. Für Reigns ist ja auch gefühlt keiner mehr da. Auch da, glaube ich, wirst du mit dem Momentum gehen. Außer Gunther. Ja, du willst Gunther gegen Reigns sehen oder was? Heel gegen Heel. Wäre Cody wirklich ein guter Champion? Das hängt davon ab, welche Fehde der kriegt. Kriegt er die Fehde gegen Orton direkt, dann wird es ein guter Run werden, glaube ich. Kommt die Fehde nicht und da kommt wieder ein Shinsuke, dann wird es kein guter Run werden. Das weißt du halt jetzt noch nicht. Ich finde, dass für Kagel ein Jahr zu früh ist, da sie gerade erst angekommen ist. Ja, aber die Leute tun so, als hätte die vorher noch nie im Ring gestanden. Und was sind denn Comebacks? Wie etablierst du denn jemand? Direkt ganz oben. Nur durch einen WTF-Moment. Und rein optisch
kannst du das mit der absolut machen in der Frauendivision. Weil die halt aus der Norm tritt. Von ihrem ganzen Körperbau, von ihrer ganzen Attitude, von der Ausstrahlung her. Kagel ist für mich keine, die einen großen Aufbau jetzt braucht. Pack die rein, lass sie den Titel gewinnen und dann gucken, was passiert. Alleine vom ganzen, von der ganzen Erscheinung her einfach. Rhea Kagel bei Summer. Ja, das könntest du ja machen, Sleeve. Das könntest du ja machen. Das könntest du ja machen. Wenn Rhea bei Mania gegen Becky ran muss. So. Kagel gegen Bianca, ja. Und das muss Kagel gewinnen. Auch sehr knapp von mir aus. Ja, sehr, sehr knapp. Aber das muss Kagel gewinnen. Ich sehe Bailey halt weniger als Champ als Kagel. Ich glaube, Bailey wird ihren Moment jetzt kriegen. Ich glaube, bei Bailey tut man gerade alles dafür, dass sie wieder Face werden kann nach den ganzen Monaten. Und das funktioniert ja gerade echt gut. Sascha hätte perfekt reingepasst, aber anscheinend ist ihr Geld wichtiger. In die Story von Bailey hätte die gut reingepasst, ja, aber mich, also ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jemand, der feiert hat, dass die nach AEW gegangen ist, weil ich mit Sascha Banks halt gar nichts anfangen kann. Und rein vom Typ her ist die dort auch besser aufgehoben, glaube ich.